Seit 1. November fahren die Obusse in der Stadt Salzburg sowie die Salzburger und Pinzgauer Lokalbahn im Namen einer neu gegründeten Gesellschaft, der Salzburg Linienverkehrsbetriebe GmbH, eine 100%-Tochter der Salzburger AG. Für die bisherigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ändert sich nichts und auch die Fahrgäste spüren nichts von der neuen Struktur. Unsere engagierten 650 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmern sich auch weiterhin um den Service und den Komfort unserer Fahrgäste. Die Salzburger AG wird uns dabei unterstützen, einerseits durch einen finanziellen Beitrag, andererseits, und das ist ganz wichtig, durch eine umfassende Servicierung mit sämtlichen zentralen Dienstleistungen wie Personalverrechnung, Buchhaltung, Rechtsberatung oder auch den Einkauf. Die strategischen Ziele und Entscheidungen bei Obus und Lokalbahn treffen künftig Stadt und Land gemeinsam. Sie bestimmen jeweils 3 Mitglieder des Verkehrsbeirats. Durch diesen Beirat erhält die öffentliche Hand einen umfassenden Gestaltungsspielraum und ein Gestaltungsvermögen im öffentlichen Verkehr. Sie legen dann die strategischen Rahmenbedingungen, vor allem aber die Linienführungen und das Verkehrsangebot fest. Operative Entscheidungen führt die Geschäftsführung oder trifft die Geschäftsführung in enger Abstimmung mit dem Verkehrsbeirat und mit der 100%-Mutter Salzburger AG. Für den Salzburger Verkehrsverbund ist die neue Struktur eine wichtige Weichenstellung in Richtung Verkehrswende. Die will man im Bundesland Salzburg vorantreiben. Wir wollen noch mehr Leute auf die öffentlichen Verkehrsmittel bringen. Und gerade auch in der Stadt und bei der Salzburger Lokalbahn ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man jetzt wirklich Strukturen hat, wo Stadt und Land noch besser sich was wünschen können, das dann auch umgesetzt wird. Pläne gibt es genug, um den öffentlichen Verkehr in und um Salzburg beliebter zu machen. Das große Thema in der Stadt und auch im Umland ist, dass wirklich die Pendlerbewegungen aus dem Umland in die Stadt und umgekehrt, dass man die mehr noch auf die öffentlichen Verkehrsachsen bringen will. Innerstädtisch, aber auch, dass die Bus- und die Bahnlinien durchgebunden werden, so weit wie möglich ins Zentrum kommen und darüber hinaus, dass man möglichst umsteigefrei hier wirklich aus der Region in die Stadt kommt und umgekehrt. Und da ist der S-Link das zentrale Stück, dass man hier diese Durchbindung schafft. Man muss einfach die Pendlerbewegungen so nehmen, wie sie sind und Angebote und Produkte schaffen, sowohl was die Fahrzeuge angeht, was den Fahrplan angeht und auch das Ticketing, so wie es den Kunden schmeckt. Und ich glaube, dass man da ganz am richtigen Weg ist, jetzt mit Stadt und Land gemeinsam die Zukunft bearbeiten und beackern. Um das Angebot weiter verbessern zu können, braucht es neben den bestehenden auch viele zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neueinsteigern und Neueinsteigerinnen bieten wir ein sehr gutes, attraktives Einstiegsgehalt. Wir übernehmen sämtliche Ausbildungskosten und haben ein engagiertes Trainerteam, was jeden während der Ausbildung erfolgreich begleitet. Sie erwartet ein umfassender, interessanter Job mit Sinn und fairer Entlohnung. Und vor allem, Sie werden Teil eines starken Teams, das Salzburg auch künftig weiterhin engagiert und nachhaltig bewegen wird.